Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute kein Gassi2Go, beziehungsweise gleich, aber es ist so widerlich draußen, windig, nass, Regen von allen Seiten und von unten, dass ich mich jetzt doch mal eben unter das Abdach verzogen habe. Also, Thema des Tages heute soll sein, wird es in Zukunft noch schulfrei geben bei Eis, Schnee oder sonstiges? Ihr seht, ich habe heute die Hand frei, ne? Keine Gassileine. Wie komme ich da drauf? Naja, die Diskussion startet gerade in Niedersachsen. Und dort gibt es eine Partei, die hat gesagt, hey, wieso gibt es denn überhaupt noch sturmfrei oder eisfrei? Wir haben doch jetzt Distanzlernen. Und genau diese Diskussion wird jetzt geführt. Natürlich vor der Grundlage, letzte Woche Donnerstag hatten viele Landkreise in Niedersachsen, aber auch einige in NRW oder ich glaube sogar ganz NRW einen Tag schulfrei wegen dem Sturm. So, und jetzt die Frage, wie stehst du dazu? Ist das richtig, dass man an solchen Tagen schulfrei gibt, weil ja möglicherweise eine Gefahr besteht? Oder gehörst du zu denen, die dann immer hinterher gut sagen können, naja, so schlimm war es ja gar nicht, da hätten auch alle zur Schule gehen können? Und das ist natürlich ein Dilemma. Hinterher ist man natürlich immer klüger. Dreht's mal um, stellt euch vor, es passiert was und der Schulbetrieb lief, dann würde es heißen, na, wieso habt ihr denn da nicht auf Sicherheit gesetzt? Also ich glaube, da möchte ich dann die ganzen Verwaltungen auch mal in Schutz nehmen, man kann da keine richtige Entscheidung treffen. Aber sehr wohl kann man darüber reden, ob an dem Tag schulfrei ist oder ob an dem Tag Distanzunterricht stattfindet. So, schauen wir uns das Ganze einmal auf der Sachebene an. Also, Lehrerinnen und Lehrer sind zu Hause oder in der Notbetreuung, Schüler sind zu Hause. Mittlerweile, nach 2 Jahren, haben wir doch verstanden, wie Distanzlernen geht. Also, rein technisch ist das umzusetzen und überhaupt kein Problem. Und der Mehrwert ist wahrscheinlich höher, als wenn wir nichts machen. So, beleuchten wir kurz die Gegenseite. Das ist vielen vielleicht auch nicht klar. Lehrerinnen und Lehrer bauen in der Regel durch Vertretungsunterricht im Schuljahr nicht unerhebliche Überstunden auf. Diese Überstunden werden dann häufig an solchen Tagen, wo dann mal schulfrei ist oder eisfrei, hitzefrei oder was auch immer, können die dann abgebaut werden. Das heißt also, das ist nicht so, dass Lehrer da frei haben, sondern sie bauen Überstunden ab. Und das ist auch noch sehr unterschiedlich. An vielen Schulen ist es dann so, dass dort Dienstbesprechungen oder Fachkonferenzen oder sonstige Veranstaltungen stattfinden oder eine Kombination daraus oder eben, dass einige Lehrer auch für eine Betreuung oder Notbetreuung eingesetzt werden. So, ich glaube, das ist so das Umfeld, was man wissen muss. Und jetzt eben die Frage, kann man die letzten 40 oder 50 Jahre, wo es eben klar war, dass an solchen Tagen dann schulfrei ist, wenn es zu gefährlich war, kann man dann in Zukunft sagen, naja, jetzt wo die technischen Voraussetzungen da ist und wir doch eine Vorstellung haben, wie das funktioniert, ist das dann noch zeitgemäß oder muss es dann Distanzunterricht geben? Und wisst ihr was? Die Frage, die gebe ich heute einfach mal an euch weiter. Also, sollte es an diesen Tagen wie sturmfrei, eisfrei und meinetwegen hitzefrei, also an Tagen, wo keine Schule ist, sollte es da schulfrei geben oder Distanzunterricht? Also, ich bin gespannt auf eure Beiträge. Okay, das war's.